Willkommen in den Silberminen von Laurion. Die Silberminen von Laurion wurden in der Nähe von Athen zwischen Torikos und Kapsunion entdeckt. Sie waren reich an dem Mineral Galenit und versorgten Athen mit dem Großteil des Silbers, den es für die Münzprägung benötigte. Daher waren die Minen für die Stadt von unschätzbarem Wert. Und die Ressourcen, die sie lieferten, halfen Athen zu einem der mächtigsten Staaten der griechischen Welt zu werden. Wir sehen uns wieder, nachdem du gesehen hast, was die Minen zu bieten haben. Bis dahin, leb wohl! Silberminen waren sehr selten im antiken Griechenland, wodurch sie noch wichtiger wurden. Athen begann Ende des 6. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung damit, die Silberminen von Laurion zu erschließen und ihr Metall für seine Währung zu nutzen. Um 485 vor unserer Zeitrechnung explodierte die Produktion in den Minen förmlich, als eine besonders reiche Silberader entdeckt wurde. Dieses Silbervorkommen machte Athen zu einer der wohlhabendsten Städte des antiken Griechenlands. Die Minen lieferten auch die nötigen Ressourcen, um eine Flotte aufzustellen, die groß genug war, um die Perser in der Schlacht von Salamis zu besiegen. Kurz gesagt, die Minen von Laurion spielten eine wesentliche Rolle beim Aufstieg Athens als griechische Supermacht. Es war viel Arbeit nötig, um die Ressourcen der Mine abzubauen. Um dem gerecht zu werden und Kosten zu sparen, verpachtete Athen Abbaurechte an seine Bürger, welche die Arbeit von Sklaven oder armen Tagelöhnern verrichten ließen. Allein im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung schufteten 10.000 bis 30.000 Arbeiter in den Minen von Laurion. Zusammen gelang es den Arbeitern, geschätzte 20 Tonnen Silber pro Jahr zu produzieren. Der Silberabbau in Laurion geschah in zwei Schritten. Zuerst wurde das Erz abgebaut und dann veredelt. Man brauchte etwa 16 Kilogramm Roherz, um eine einzige Silberdrachme von etwa 4 Gramm zu produzieren. Geborgene Artefakte aus den Minen gewähren uns einen Einblick in die Details des Abbauprozesses. Es wurden Gänge gegraben, die den Erzadern folgten. Sie waren äußerst eng und boten den Arbeitern nur sehr wenig Platz. Die Gänge wurden von Hand gegraben und man vermutet, dass die Arbeiter pro Tag nur wenige Zentimeter weit kamen. Hatten die Gänge endlich die Adern erreicht, wurde das Erz abgebaut und auf einem Mörserstein zerstoßen, um es für die Erzwäsche vorzubereiten. Die Minenarbeiter nutzten Waschanlagen, um das Erz vom Gestein zu trennen. Für das Waschen wurde viel Wasser benötigt. Aber Laurion lag in einer bekanntermaßen trockenen Region. Daher wurden in der Nähe der Minen Zisternen gebaut, um saisonales Regenwasser aufzufangen und zu speichern.
Sobald sich genug Wasser gesammelt hatte, gossen es die Arbeiter zu Gestein und Erz in hölzerne Tröge. Der Wasserfluss trennte die leichteren Gesteinsbrocken vom schwereren Erz, das in Mulden am Boden des Trogs aufgefangen wurde. Das frisch gereinigte Erz wurde zur Veredelung gesammelt und das Wasser floss zurück in einen Tank, um später wiederverwendet zu werden. Sobald das Erz sauber und trocken war, war es bereit für die Schmelze. Das Ziel war es, das Silber aus dem Erz zu isolieren. Dazu wurde das Erz in einen kegelförmigen Schmelzofen mit brennbarer Holzkohle gefüllt. Blasebälge pumpten Luft in den Ofen, um die Temperatur zu kontrollieren. Im Innern brannte das Erz und stieß dabei giftigen Rauch aus, der durch einen Schornstein abgeleitet wurde. Schließlich wurde die Silberlegierung von der Schlacke getrennt und für den letzten Schritt der Veredelung gesammelt, der Kupellation. Bei der Kupellation wurde das restliche Blei aus dem Silber entfernt. Die geschmolzene Legierung kam in eine Kupelle, einen saugfähigen Tiegel aus Knochenasche. Dann wurde er in einen Ofen gestellt, wo er das Blei aufnahm und nur das Silber zurückließ. Obwohl die Minen von Laurion Athen gehörten, verpachtete die Stadt sie häufig an Privatleute, die dort dann 3 bis 10 Jahre lang Silberbergbau betrieben. Diese Bürger verpflichteten Sklaven und arme Tagelöhner für den Großteil der Arbeit. Die Arbeiter hatten eine sehr niedrige Lebenserwartung, etwa 3 bis 5 Jahre, wegen der gefährlichen Arbeitsbedingungen. Zu den Gefahren zählten unter anderem giftige Bleidämpfe in der Luft und schädlicher Staub in den Gängen. Sie erhielten jedoch genug Proviant, um weiterzuarbeiten. Und so wurden durch ihre Arbeitskraft geschätzte 20 Tonnen Silber pro Jahr produziert. Ich hoffe, dir hat der Rundgang durch die Minen gefallen. Wir reden so viel von Athens Ruhm, aber wir vergessen oft, dass die Macht der Stadt auf sehr viel und sehr harter Arbeit beruhte. Arbeit, die oft auf Kosten der Menschen ging. Was möchtest du sonst noch machen? Leb wohl und viel Glück auf deinen Reisen.